So, da wären wir auch wieder. Oh, die haben sich eiskalt verhungern lassen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Okay, wir sollen Vögel sammeln. So ein Vogel, ja. Aha. Der Bauch des Spielzeugs wurde zugenäht. Okay. Haben wir irgendwo ein Messer? Ach, da, das große Messer. Kann man das Spielzeug an sich auch nehmen? Nein. Ist das jetzt schon fertig? Ja. Eine Metallstange. Warum nicht? Als sie zur Zelle gebracht wurde, führten die Wachen eine Frau fort. Sie sagte, sie wäre Anne Boleyn. Und dass sie den Beweis in der Wand versteckt hat. Ich glaube, eine der Wachen hat sie gehört. Der Beweis ist in der Wand? Was zum Teufel ist das denn? Ah. Ja, warum kettet man denn sowas fest? Ein Versteckplan. I'm not a witch. Steht da zumindest. Natürlich kann ich das mit einer Metallstange nicht machen. So, gib mal her. Ich brauche einen Hocker. Natürlich brauche ich so etwas. Oh, hoppala. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Haben wir sowas wie ein Tagebuch? Oh, da fehlt ein Herz. So. Noch ein Gebäudeplan. So, ich brauche immer noch einen Hocker. Hier steht ein Hocker. We'll go for a hunt at dawn, gentlemen. We'll give those idiots a chance to escape and see how smart they really are. Open the dungeon door at first light. As soon as they come out, we'll start our hunt. It's no witch hunt, but it'll be fun just the same. Great idea, sir. Guarding the tower is so boring. Send someone into the tower to get those darn papers. They put our plan at risk. But, sir, even you're afraid to go in there. The last two that went in didn't come out alive. I still remember their bodies by the tower. The fear on their faces. Any fool will do. Now do as I say. I'm sure the dungeon is linked to the tower. We have to find the passage. There's no way we can just walk in. Rollende Luce auf einmal, ja. Oh, blutiger Handabdruck. Hier ist ein Spind. Ein Taschentuch, natürlich. Können wir mit diesem Taschentuch diesen Schimmel wegwischen? Natürlich nicht. Ringnadel? Was? Oh Gott, ich wünschte, ich könnte erkennen, welches Symbol das ist. Das darf ich behaupten. Achso, das kann ich. Achso, das kann ich hier sehen, okay.
Hoppala. Sie muss hungrig sein. Jetzt fangen wir schon wieder an, Ratten zu füttern. Hier, Metallstange, schlag das Vieh doch einfach. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wozu diese Steine da sind. Okay. Also wir können auf jeden Fall hier irgendwas machen. Ja, mit dem Taschentuch, scheiße, oh, das geht tatsächlich. Nasses Taschentuch. Ich komme jetzt mit dem nassen Taschentuch den Schimmel weg. Natürlich. Und eine Goldmünze. So. Wissen wir nicht, wozu das da ist, okay. So, die haben wir fertig beklaut. Hier kommt was in die Stirn rein. Keine Ahnung. Ich brauche einen Hinweis. Zettel mit Hinweis. Ja. Karte. Nee, ich muss das Bett irgendwie abstützen, ne? Ich kann eine Unterlage gebrauchen. Ach hier, Eimer. Eimer geht nicht, okay. Warte mal, aber wir können das nicht abkratzen mit einer Ringnadel. Können wir das mit einem Taschentuch? Nein, können wir auch nicht. Einen Dietrich abkratzen. Wahrscheinlich müssen wir erhitzen. Lass es taschen. Lass das Taschentuch. Funktioniert, okay. Was? Warum? Wozu? Wer kriegt denn jetzt hier einen Nasenring? Der hier? Bitte erschieß mich. Warte mal, ich will mal sagen. Hä? Von wo aus gesehen denn? Hier beginnend oder was? Hä? Von wo soll man jetzt anfangen? Und wo soll man den Plan jetzt überhaupt lesen? Hä? Hier, Eimer.
Keine Ahnung. Damit. Ich brauche einen Hammer. Okay, ja. Warum kannst du... Ah, jetzt geht's auf einmal. So, dann gib mal her. Yesterday the master sent Jeremy to the tower to find proof of Anne Boleyn's innocence. But he hasn't returned. I heard screaming coming from the tower. I'm afraid it was Jeremy. This is a dark place indeed. I think it's haunted. I heard that the ghost in the Red Hood has taken many lives on this island. Wait. Look. It's Jeremy. Ich habe den Geist auch gesehen, aber es war wirklich ein Geist oder jemand, der gegen die Leute vorgeht. So, da ist immer noch das Wachs. Käse und ein Hexengesicht. Dann knacken wir mal. Now we're even. While I was sitting here, I heard some talking outside. The people who put us here are afraid of some ghost in the tower. They said he was wearing red. Is that who we saw? I'm not sure. But I did see one of the bandits fall from the tower. There was someone in red standing in the window. Our mission has taken a mystical turn. We've got to get out of here before we get caught. I can't remember the last time I ate. Here, have some. Thank you. So, haben wir immer wieder Luz dabei. Jetzt haben wir auch was zu futtern für die Ratte. Genau, verschwinde, ich will das Teil haben. Hier brauchen wir immer noch einen Hammer. Hier haben wir noch keine Ahnung, was das ist. Wir haben zwei von zwei Relief. Ein neues Wimmelbild. Schon wirst du wieder auf Skype angeschrieben, aber es ist jetzt momentan egal. Wähle Paare aus, die zusammen die Figuren auf den Bogen ergeben. Auf dem Bogen? Ach, okay. Der Bogen. Aha. Was haben wir denn da alles? Ich habe nicht den leisesten Hauch, eine Ahnung. Oh, Vogel geht auf jeden Fall. Hoppala. Das ist eigentlich ein Vogel und der Vogel. Okay, das ist auch was. Nee. Schwert und Helm ergibt Ritter, ja. Krone und Löwe, König der Tiere, keine Ahnung. Wollknall und Katze.
Hier ist eine Krone und Rip, Schuh, Glocke. Okay, den Käfer. Guck mal, hier ist noch ein Löwe und da ist noch ein Löwe. Aber es ist nicht die Art, okay. Ah, okay, Sphinx. Oder Greif. Nur noch ein Dreizack. Nur noch ein Besen. Jawohl, Hexe. Oh, man muss hier wirklich um die Ecke denken. Maus und Wolle, genau, für die Katze. Was haben wir da? Dreizack und... Nee. Oh, Sense haben wir auch noch. Totenkopf und Sense. Ach hier, der Tod. Hm. Dann haben wir den Pharao. Krone und Pyramide? Nö. Käfig haben wir nicht. Oder hier ist Skarabäus und Pyramide. Was ist das denn? Sanduhr ist es schon mal nicht. Ja, dann haben wir halt Krone und Zept und Dingsbums. Einem... okay. Mm. Ich glaube doch nicht, dass wir mit der Maurerkelle jetzt hier... Nein. Hm? War hier gerade was? Hier brauchen wir noch eine, ein Dingsbums hier, ein Dreieck. Hier können wir noch was machen. Aber wir können wahrscheinlich den Dreck damit abkratzen. Jetzt haben wir drei Dreiecke. Oh Gottes Willen, wo waren die jetzt? Da. Okay, dann verschieben wir das mal. Ein Lederball. Ein Stirn... Hoppala, ein Stirnemblem. Da ist natürlich der Kopf der Statue drin, ne? Das hat uns jetzt wirklich weit gebracht. Können hier immer noch irgendwas machen. Liegt hier was?
Tower. Hier ist der Beweis meiner Unschuld versteckt. Wenn ich dazu verdammt bin, hingerichtet zu werden, möchte ich zumindest meinen Ruf vor den Hexereigerüchten bewahren. Ich bin keine Hexe. Wir müssen weiter suchen. Die Antwort liegt irgendwo hinter dieser Tür. Plan. Ciao, aber was dahinter liegt, die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.